Hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier bei Land 19 auf dem nordfriesischen Mars. Wie man sieht, hat der Bruder sich hier festgefahren. Ich wundere mich, wie er nicht ankommt. Und der Baum gibt nicht nach, ne? So, nicht mal einen Kratzer gekriegt, Gott sei Dank auch. Ja, sich die Grünen hier beschweren. Dann muss ich ihn kurz wegfräsen, ne? Also weg. Spuren beseitigen. So, hoffen wir, jetzt ankommt. Gucken, unsere Pappeln machen. Die wollen ja auch nicht recht wachsen, ne? Naja, gut. Das ist so ein Versuch. Mal sehen, was ich hier rauskriege für. Unkraut. Aber das macht nichts, das kann ruhig wachsen hier, das macht nichts. Das werden wir auch nicht spritzen. Hier haben wir mal gespritzt, glaube ich. Lass stehen. Ich gehe weiter und mache Holz. Ich habe zwar ein Sägewerk, was gekauft. Für 100.000, 3% voll. Jo, ist nicht viel, ne? Wir müssen sehen, dass wir hier weiterkommen. Für heute noch ein Holz machen. Und morgen geht los Aussaat mit Raps. Da sind ja relativ viele kleine Felder. Oh, hier sind noch keine Bäumchen da, die sind noch weg. Ja, ist schon wieder Samstag, ne? Fällt mir gerade so ein. Ich wünsche allen schon Samstag. Und wenn ich es für morgen vergesse oder vergessen habe, weil die Folge mache ich heute noch. Ich würde auch einen schönen Sonntag wünschen. Natürlich auch einen schönen zweiten Advent. Aber es kann sein, dass ich morgen bzw. heute das in der nächsten Folge verbüße. Ich kenne mich da am besten. Aber ich hoffe, ihr verzeiht mir. Das mache ich mal vorweg. Also, dass es morgen natürlich schön, wenn sie auch in den blöden Zeit aktuell, also alle spinnen, in meinen Augen. Ich denke, sind alle alt genug und können alleine entscheiden, was gefährlich und was nicht. Müssen uns bald von keinen vorschreiben lassen. Was wir machen und machen, was ich machen soll, ne? Unser Panikermacher hier, Thorsten, hat ja auch wieder mal eine Meldung rausgeschossen. Ein neuer bösartiger Virus, ne? Das halte ich für unverantwortlich. Wo soll das hinführen? Da muss ja irgendeiner alles bezahlen, ne? Wie soll man die Menschen arbeiten lassen und gut ist? Andere Länder, die brauchen ihren Urlaubseinsatz. Die verdient vom Urlaub, ne? Und da soll man die auch ein bisschen auch verdienen lassen, ne? Im Sommerurlaub. Ich habe nie von gehört, dass man da eine. Ja, eine Sommergrippe kenne ich auch, aber. Ah, bitteschön. In Todesfällen habe ich da noch nie was gehört. So. Ich glaube, den Mann sollte man später mal einsperren, wenn alles rauskommt. Für immer und ewig. Die Lüge bleibt nie geheim. Irgendwann kommt die Wahrheit immer ins Licht. Und dann ist es zu spät. Und für viele ist es zu spät. Ah gut, anderes Thema. Landwirtschaft, ne? Wir machen Holz. Brauche Paletten. Für Bier garantiert. Für Hopfen, denke ich mal. Ist Wasser voll.
denke ich mal. Aber da stellen wir heute nicht mehr ein, sonst wären wir hier gar nicht fertig. Ich wollte ja noch Wasser liefern für die Brauerei. Aber da ist ja die Wasserstelle dicht bei. Dann können wir nach dem Raps ausgesät haben, die ganzen Pumpen machen. Zumindest mal eine Folge. Leider ist es so, ne? Macht mir ja keiner, ne? Naja, ist ja auch ein Singleplayer-Spielstand. Man kann zwar auch im Mehrspieler-Modus starten, das geht. Aber mit den Mods ist das so eine Sache, ne? Ja, die kleinen Bäume sind blöd, aber gut, die müssen auch genommen werden. Ich habe ja dann die eigenen Bäume gepflanzt, ne? Da werden die ein bisschen größer. Die wachsen ja richtig aus, die wachsen nicht weiter. Also anfangs kann man mit Holz gut Geld verdienen. Wenn man anfängt mit Ziesen, dann kauft man sich einen Wald und dann kann man Holz machen. Also Bäume fällen und die dann verkaufen, ne? Aber anfangen wir auch zu tun mit Felle bewirtschaften. Die ersten Tage. Da muss alles gedüngt werden. Da kann man sich auch Permission annehmen. Zum Düngen zum Beispiel. Da kann man sich gutes Geld verdienen bei. Da hat man noch Zeit. Mission habe ich aktuell keine Zeit. Ist leider so, ne? Ich müsste noch auf Feld 44 anfangen, ganz kurz. Das muss noch gemacht werden. Lass ihn mal arbeiten. So. Gucken wir mal, ne? Kursgenerierung. Feld 44. Zwei Vorgängerbahnen. Generieren mal ganz kurz. Dauert ja nicht lange. Und ersten Wegpunkt. Entschuldigung, lass ihn mal arbeiten, ne? Ja, gedüngt habe ich da auch. Wie das Teller-Modus, ne? Straße ungünstig. Ich kann diese Stoppelschein schneiden. Und hier müsste ich später näher links ausbringen. Weizen oder Gerste. So, Tam macht das entsprechend. Kursplay ist auch eine neue Version drauf, ne? Also schon ein 6.03. Da ist fertig. Wasser. Wo ist deine stehen geblieben? Wasser hatte ich ihn programmiert hier. Warum ist er fertig? Siebenmal. Gut, dann werden wir die Brauerei versorgen, ne? So. Also abladen, Brauerei. Getreide. Und beladen. Ist da auch eine Wasserstelle. Da wäre ja Quatsch, wenn er die große Runde fahren würde, ne? Denk mal, die Zucker habe ich, da wird noch eine Weile mit arbeiten können. So, dann gehen wir weiter. So unendlich, bitte voll machen, ja?
Und wir kümmern uns weiterhin um Wasser. Zucker 100%, da fährt und Milch fährt auch noch. Wahnsinn. Gehen wir in eine Molkerei rein. Also 500.000 gehen rein. Ist bald voll. Und Leerpolder ist gut. Karton. Karton und Papier. Dann müsste ich Hackschnitzel zu. Junge. Haben wir genug Papier? Mal gucken, ob wir ausreichend Papier haben. Wasser haben wir nichts mehr? Oder ist schlecht? Toilettenpapier haben wir schon schönes da. Schon mal hier reingucken. Karton ist voll. Papier, gut, haben wir auch voll. Aber Wasser haben wir nichts mehr. Leerpaletten haben wir auch noch was da. Hackschnitzel ist auch gut. Beim nächsten, sobald die Brauerei voll ist, können wir hier auf Wasser fahren. Der macht gerade die Brauerei. Das passt. Wir machen Holz. Oh. Ich will nicht so. So, guck mal. Hängt der irgendwo fest, ne? In der Erde. Ich weiß nicht genau wo, aber er hängt irgendwo fest. Ich muss mal die 2-4er besser runterladen, bei Gelegenheit. Die Seite mag ich nicht. Also diese den Anbieter, wo man ihn downloaden kann. Dass wir uns bald wieder auf Upload gehen. Oh, 6:30 haben wir schon wieder, ne? Oh ja. Aber das packen wir auch noch heute. Ich hab's in der Woche früher nicht geschafft. Ich weiß nicht, die Arbeit schaffen zur Zeit. Die Schlauch. Auch jedes Jahr dasselbe, wenn das Jahr zu Ende geht. Einen kleinen Weihnachtsurlaub, Anführungszeichen. Den man eigentlich herbeisehen als Erholung. Aber mal schauen, wie das noch bis zum Ende des Jahres läuft. Wir haben ja bald Dezember, Tag heute gesehen, ne? Eine Folge für Dezember. Es soll schon ersten Winter geben, ne? Ersten Schnee. Das haben die alle gejammert, außer einer. Alle haben gejammert, die Meteorologen. Oh, Winter kommt nicht. Mehr kommt ein richtig kräftiger Winter, da haben sie total daneben gelegen. Die allermeisten Meteorologen gucken nur auf die Modelle. Oh ja, das wird so und so. Das kann ich auch, da brauche ich keinen Meteorologen für. Meteorologe muss normalerweise Karten deuten und darauf die Tendenz ablesen, was kommt und was kommt nicht. Was ist möglich, ne? Das wird die Modelle sagen. Modelle sagen so vieles. Wenn man sich verschiedene Modelle rausnimmt, sagen sie alle was anderes. Wie sich auf die Modelle verlassen, soll auf 3 Tage Vorhersage machen, das ist gut. Wieder Kollege spielt.
Ja, er hat ja bei YouTube aufgehört. Ich glaube, das war ihm zu viel. Zu stressig. Ja, stressig glaube ich eher nicht, aber denk mal. Ich glaube, das geht zügiger voran. Mit einem Abonnenten, Einschlagsberuten und so alles. Ja, man kann nicht so das Knie brechen, ne? Für mich wäre ja auch besser gewesen, dieses Jahr wäre jetzt LS 21 gekommen. Das ist ja so, wenn was Neues da ist und man öffnet das gleich, dann ist das Interesse viel größer, ne? Weil letztendlich viele, die das Spiel kaufen wollen, wahrscheinlich gucken sich erstmal bei verschiedenen Leuten an, wie es so ist, läuft, ob es fehlerfrei ist, ne? Also was. Und dann kaufen sie eine Entscheidung. Wie gesagt, das wäre ein kleiner Schub gewesen, ne? Vermute ich mal, man weiß es nicht genau, aber wie gesagt, das hätte ein bisschen Schwung in die Rude gebracht. Aber so müssen wir halt ein Jahr gedulden und müssen wir halt alle warten, ne? Wo ich sage, man sieht wiederum, das ist gar nicht so schlimm fürs Spiel, weil mittlerweile haben wir so viele schöne Sachen dazu bekommen. Daran denke an Cosplay oder an Autodrive. Das ist einfach zum Solo-Spieler einfach top. Mehrspieler-Modus ist das vielleicht nicht ganz so dramatisch. Wenn du mit 4, 7 auf dem Server bist, 4 Leuten oder 8 oder sogar 10, dann brauchst du kein Autodrive. Ne? Dann musst du halt die Kollegen also oder Mitspieler in Einsatz halt, ne? Zwischen so eintakten, weiß ich. Die Erntefahrzeuge lenken und abfahren halt, ne? Unser Mähfahrzeug fährt auch fleißig. Mit einem großen ist halt schneller gegangen, aber so kann er ganz einfach fahren. Und dann muss ich mal sehen. Vielleicht kann ich wieder in Thüringen ein bisschen mich liefern. Das Gefühl, da habe ich mehr nicht. Papier mehr. Aber unsere Produktion läuft ja hier auch. Jetzt haben wir eine Nacht. Wir schlafen 8 Stunden. Ich habe keinen Zugang. Bist du verrückt? Mit die Fräse nächstes Mal. Ein schöner Baum. Oder sind die Bäume an der Straße? Das kann sein. Na, die wollten wir eh stehen lassen. Oder bei mir zu Hause sind eigentlich am Straßenrand Laubbäume, ne? Buchen zum Beispiel. Oder weiß ich, Linde oder so ein Zeug. Halt Laubbäume halt, ne? Die Allee. So, liebe Schauer, das soll es auch schon für heute gewesen sein. Auch heute ist der Tag wieder rum. Oh, mit der Hintern weh. Tja, ich sag mal tschüss. Ciao, ciao. Und ein dickes Dankeschön fürs Reinschauen, gucken und so einen anderen Like. Wer es macht, ist gut und wer nicht, ist auch gut. Natürlich ist das hilfreich im Algorithmus, dass ich mir vorgeschlagen werde. Das hat aber auch schon geklappt, muss man so zu sagen. Ein dickes Dankeschön dafür. Das hat ich kriege gleich das Wasser. Ja, gut, okay. Aber das Thema ist dann mal viel total. Bis dann und bis morgen. Ne? Tschüss. Wer Lust und Laune hat, gerne. Ich bin Montag. Tschüss.